Alter, was läuft denn bei euch falsch, ey? Okay. Also, das ist bis jetzt Platz 1. So, herzlich willkommen zur Auflösung oder zum 8000 Abonnenten-Special. Wir stehen ja noch direkt am Anfang. Patrick, zeig gleich mal, was es heute zu gewinnen gibt. Die meisten haben es wahrscheinlich schon gesehen. Einmal Flamingo Mattgard, den es so auch nicht mehr zu kaufen gibt, und einmal im passenden Pinkton unsere Ballernaufkleber. Und ja, einige von euch haben, oder viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, was ihr machen musstet. Ihr musstet uns einfach nur lustige MTB-Clips von euch einschicken. Und wir nehmen an, dass die lustig sind. Wir hoffen es. Und das Video, was uns heute am meisten zum Lachen bringt, ja, das gewinnt das Ganze. Und ja, wir haben 9 Clips eingeschickt bekommen. Leider weniger als erwartet, aber da habt ihr eine größere Chance zu gewinnen. Ich würde sagen, wir gucken uns die jetzt einfach mal gemeinsam mit euch an. Und dann ja, schauen wir mal, ob wir hier lachen können oder nicht. Oder weinen. Oder weinen. Wenn es Fails sind, habt ihr wahrscheinlich geweint. So, Clip Nummer 1. Was? Wie langsam. What the fuck? Junge. Ganz nach dem Motto, Inside Line ist nicht der fastest Line. Inside. Der war gar nicht mal so schlecht, das war schon mal ein guter Anfang. So. War ja eigentlich ein Ding. Halt, stopp. Also lustig war der jetzt nicht so wirklich. Also irgendjemand hat geschrien. Ja, Hilfe. Ja, der Hilfe? Ja. Hilfe! Okay, gut, dann ist es wieder lustig. Ich habe das einfach akustisch nicht verstanden. Okay. Okay. Nein, halt, stopp. Okay, aber der erste war trotzdem besser. Definitiv. Aber er hat einen Flamingo an. Ja, das hat auch dazu geschrieben, dass er im passenden Design gefahren ist. Ob das, okay. Aber ob es ihm hilft? Ja, ich glaube, heute eher schwierig. Das ist aber MTB for life. Auf der Aufnahme. Ist das dasselbe? Warte mal. Irgendwas lang? Nee. Warte. Ey, zum Glück habe ich das auf der Aufnahme. Das sind immer die besten Freunde, die einfach nur noch lachen. Ich gehe noch nicht auf dazu. Vom Lift ist gut. Vom Lift, aber es stand leider keine Schlange da. Ja. Sonst wäre das eigentlich noch viel, viel lustiger geworden. Das sind nur die peinlichsten Momente im Lift. Am besten so eine 100 Meter Schlange im Meterwerk. Ja. Jeder sieht. Okay. Oh, ich hab's jetzt so weit reinbekommen, aber weiter gehen Sie nicht, weil das hier so übel eng ist. Schau. Oh, ich hab's jetzt so weit reinbekommen, aber weiter gehen Sie nicht, weil das hier so übel eng ist. Schau. Was? Das ist akustisch gerade null. Oh, ich hab's jetzt so weit reingekommen, aber weiter gehen Sie nicht, weil das hier so übel eng ist schon. Oh, ist das dumm. Hä? Hat er die denn falsch montiert? Die kommen doch außen an die. Vielleicht ist das der Witz an der ganzen Sache, wir raten es nicht. Ich muss nochmal sehen. So. Oh, ich hab's jetzt so weit reinbekommen, aber weiter gehen Sie nicht, weil das hier so übel eng ist. Schau.
Ich hoffe, das ist ein lustig gemeint. Und die müssen halt innen dran. Und, der ist gut. Aber es hat ganz schön lange gedauert. Also der war nicht schlecht. Was stellt er mit dem Matron an? Wenn er sagt, was ist das? Verkehrt rum. Dass der Flamingo nach vorn zeigt. Nee, der macht sein. Komplett nach vorne. Da meine ich aus ja. Der raus, also, ja. Damit das Dreck ja nicht auf den Vordermann, der Dreck nicht auf den Frage, Vordermann. Ich frage, ob man die so montieren kann. Ich habe leider kein Fahrrad hier. Wir testen es. Ja. Wie kommt man da? Ich habe keine Ahnung. Ich habe viel gesehen. Der war eigentlich gut. Wir sind ein bisschen auf der Langleitung. Ja. So. Volle Kanne ins Flat. Also ich glaube, wir haben unser Vorschaubild. Ja. Alter! Oh Mann, der Arme. Eigentlich lacht man nicht, aber das ist... Doch, irgendwie schon. Der hat sich doch nicht verletzt. Denke ich. Der ist noch jung und dynamisch. Der hat Sportler noch. Ach du Scheiße, ey. So, nächster Clip. Da rennt der Meist über diesen Muskel. Das könnte faul sein. Das muss man jetzt zensieren. Da kann ich da keine Werbung schalten. Der war cool. Warum? Ich gehe. Okay. Also, das ist bis jetzt Platz 1. Oh nein. Ja, aber definitiv. Also Leute, können wir das nochmal? Nochmal komplett? Ja. Einfach für euch. Nicht damit. Aber es war sehr lustig, vielen Dank. So, jetzt kommen Treppen. Why? Warum? Also mit so einem Fahrrad die Treppen runter plus die. So ein schon, ja, vor allem so ein scheiß Holzbrett. Wieso macht man das? Es ist reichen schon. Ja. Aber das ist auch das Einzige, was mir einfällt. Aber es passiert nichts.
Nee. Ich werde wieder so auf die Fresse geflogen, hätte alles gebrochen. Wir müssen das mal nachmachen. Du kannst das nachmachen. Ich und Treppen. Doch, doch, wir machen das direkt in Dresden im Zentrum, damit alle sehen. So am besten im Hochsommer. Nächstes Jahr? Gut, ist jemand gebongt? Patrick fährt auch mit so einem Brett und mit seinem neuen Santa Cruz. Kommt übrigens noch ein Bikeporn. Fährt er da mal schön die Treppen runter. Plus Holzbrett. Welche Treppen? Das darf sich also. Ich darf mir das aussuchen. So. Mindestens 15 Stufen. Okay. Machen wir. Wenn Santa Cruz da noch lebt, ja. Die Marke wird schon leben. Ob dein Fahrer noch lebt, ist was anderes. Also, ich würde mal sagen, es gibt einen klaren Gewinner. Ich suche mal noch die Namen irgendwie raus. Mhm. Mal gucken. Ich will da nicht rein. Dieses scheiß Kind, was da durchrennt. Wir machen es anders. Der Gewinner schreibt bitte eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die unten in der Videobeschreibung steht. Und dann kriegt ihr hier die zwei wunderschönen Sachen zugeschickt, also bitte Adresse auch dazu schreiben und den vollständigen Namen, damit wir es auch irgendwo hinschicken können. Und ja, vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Nächstes Mal ja, habt ihr vielleicht auch eine Chance, oder ihr hattet ja eine Chance. Vielleicht habt ich hatte eine Chance. Wir sind jetzt durch für heute. Es ist schon viel zu spät. Lang. Ja, es war ein langer Tag. Beim nächsten Gewinnspiel, bis zu 10.000 Abonnenten dauert nämlich nicht mehr lange. Wir sind nämlich schon bei 8.300, aus welchem Grund auch immer, das ist gerade irgendwie explodiert die letzten Tage. Also fleißig weiter in unsere Videos schauen, dann sind wir ganz schnell bei 10.000 und dann lassen wir uns irgendwas Gutes einfallen. Vielleicht verschenken wir sein Fahrrad. Das alte. Achso, ich dachte das neue. Ja, kann man auch machen. Glaube ich, ein neues. Dr. Beich, der kann sich das leisten. Ja, ja, na klar. So als Zahnarzt kann man das. Dann muss ich Leitwill fahren. So, wir verabschieden uns damit und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.